ist das Jehovas einzige Organisation auf Erden. Auf Wiedersehen. Und Sie meinen, der Kindesmissbrauch tut nichts zur Sache? Stört Sie nicht? Hauptsache, es sind nicht Ihre Kinder, die missbraucht werden. Und tschüss. Und tschüss. Das ist alles? Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Kann man nur die Augen verdrehen. Nein, überzeugen Sie sich selbst. Machen Sie den Kindesmissbrauch öffentlich? Oh, dann komme ich mal vorbei. Dann sagen Sie mir, wann es soweit ist. Dann gucke ich mir das an. Guten Abend, ist das Jehovas einzige Organisation auf Erden hier? Und der massenhafte Kindesmissbrauch? Was sagt Jehova dazu? Meinen Sie, er merkt nichts? Halten Sie ihn für dämlich? Naja, dann machen Sie was dagegen, lassen Sie es nicht laufen. Aber Sie trauen sich nicht. Vielleicht kommt der tolle Moment, wo Ihr Brot und Wein vorbeigehen lassen können. Wie die Satanisten, die machen das genauso. Die weisen Jesu Leib auch zurück. Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Bitte? Ist das Jehovas einzige Organisation auf Erden? Ist das Jehovas einzige Organisation auf Erden? Und der Kindesmissbrauch, wie passt der dazu? Ist das Jehovas einzige Organisation auf Erden mit massenhaftem Kindesmissbrauch? Und das soll Gottes Organisation sein? Glaubt doch kein Mensch. Ist das Jehovas einzige Organisation auf Erden? Kann man nicht glauben, ne? Ich glaub's auch nicht. Und Sie haben auch Ihre Zweifel. 20.000 missbrauchte Kinder und behaupten, das wäre Gottes Organisation. Wie kann man sowas sagen? Das ist Jehovas einzige Organisation auf Erden. Mit massenhaftem Kindesmissbrauch. Und dann behaupten, das wäre Gottes Organisation. Da würde ich mich schämen. Ist das Gottes Organisation auf Erden die einzige? Haben die anderen noch mehr Kindesmissbrauch? Finden Sie Kindesmissbrauch toll? Oder stört es Sie nicht? Jehovas einzige Organisation auf Erden? Mit Kindesmissbrauch, massenhaft. Schönen Abend. Schönen Abend noch, tschüss. Ja, ich wundere mich, dass Sie da so munter bei sind. Also ich finde Kindesmissbrauch nicht so drollig wie Sie. Aber es stört Sie nicht. Hauptsache, Sie sind zufrieden. Jehovas einzige Organisation auf Erden? Wie schämen Sie die anderen dann? Haben die noch mehr Kindesmissbrauch? Ist das ein Hobby bei euch? Ist das Jehovas einzige Organisation auf Erden? Ganz sicher nicht. So viele missbrauchte Kinder, das kann nicht von Gott kommen. Das kommt von jemand anders. Der fängt mit Saar an und hört mit Tarn auf. Und das, was Sie jetzt gleich feiern, ist auch eine satanische Messe. Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Kenn ich doch aus Gelsenkirchen, ne? Ja, richtig. Ja, und meinst du, Kindesmissbrauch macht deswegen nichts? Ist dann noch in Ordnung? Ist dann gebongt?
Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Massenhafter Kindesmissbrauch. Wie schlimm sind die anderen dann? Jehovas einzige Organisation auf Erden mit massenhaftem Kindesmissbrauch. Ist das Jehovas einzige Organisation auf Erden? Oder hat er eine noch schlimmere? Über 20.000 missbrauchte Kinder und sie lachen. Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Wie passt der Kindesmissbrauch dazu? Braucht ihr noch Pädophile? Wozu brauchen Sie dann ein Menschenblutverbot? Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Massenhafter Kindesmissbrauch, schwarze Messen wie bei den Satanisten. Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Wohl kaum, ne? So viel missbrauchte Kinder und keiner macht was dagegen. Was finden Sie gut? Stört Sie nicht? Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Gucken Sie mal im Internet nach. Ja. Ach, da kann man das lesen? Ja, bestimmt. Was kann man da lesen? Haben Sie Ihre Kamera eingeschaltet? Ja, die habe ich eingeschaltet. Das wissen wir ja nicht. Wer sagt das, dass ich das nicht darf? Dann fragen Sie mal... Sie sollten sich lieber um den Kindesmissbrauch kümmern, anstatt um solche Lappalien. Ne? Keine Kinder missbrauchen. Habe ich das behauptet? Sie sollen dafür sorgen, dass die Kinder nicht missbraucht werden und dass diejenigen, die Pädophilen, auch angezeigt werden und nicht alles unter den Teppich gekehrt wird. Das interessiert Sie gar nicht, ne? Immer auf und ab. Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Massenhafter Kindesmissbrauch? Jedes Mal dieselbe. Massenhafter Kindesmissbrauch? Bitte? Ja. Was ist das? Sie dürfen mich nicht anfassen. Was ist denn? Lassen Sie das bitte. Fassen Sie mich nicht an. Was soll dieses Ding? Fassen Sie mich nicht an. Lassen Sie das bitte. Ich hole die Polizei. Ja, holen Sie die Polizei. Weißt du? Das wäre gut. Holen Sie mal die Polizei. Nee, da macht er Aufnahmen. Ja, natürlich macht er Aufnahmen. Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Massenhafter Kindesmissbrauch. Wie schlimm sind denn die anderen Organisationen? Viel schlimmer geht's ja nimmer. Stört sie nicht, ne? Och, ist ja nicht mein Kind. Wollen sie sehen, wie sie klarkommen. Jehovas einzige Organisation auf Erden. Den Kindesmissbrauch? Ja. Jehovas? Ja, sicher. Gibt es nicht. Nein? Nein. Einfach weglügen. Nee, so praktisch. Das ist ja auch wirklich einfach. Wenn sowas macht, wird ausgeschlossen. Nein, das stimmt ja nicht. Sie lügen. Das ist ja nicht wahr. In Australien haben 1000 Zeugen Jehovas 1800 Kinder missbraucht. Es wurde, sind Sie katholisch? Es wurde nicht einer sind aus. Sie katholisch? Es wurde. Warum zeigen? Sie sollten an Ihre Nase packen. Und Sie tun das nicht. Und Sie kehren es unter den Teppich. Und die Katholiken sorgen dafür, dass es nicht passiert. Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Ja. Ja? Und der Kindesmissbrauch, wie passt der dazu? Ich verstehe nicht. Nee, ich merke das schon. Es ist auch besser, Sie verstehen nichts. Das ist alles schlecht hier. Es ist nicht Gottes Organisation. Das hat mit Gott nichts zu tun. Das ist ein Widersacher, der sich hier eingeschlichen hat. Der Satan. Der arbeitet hier.
Ist das hier Jehovas einzige Organisation auf Erden? Massenhafter Kindesmissbrauch, Messen wie bei den Satanisten, alles unter den Teppich kehren.